So, dann melde ich mich nochmal zurück vom Marktplatz und auch mit dem zweiten Teil. Hat jetzt doch nicht alles in einem Teil gereicht. Ja, jetzt sind wir auf dem Marktplatz, da ist auch so ziemlich alles vertreten. Getränkestand, dann so ein Grill da um die Ecke rum. Fallwerfen hier, wie man sieht, da mit dem Clown her, der stand drauf. Ja, dann Dosen werfen. Dann glaube ich da dieser gelbe LKW, wo Carlo Krölker oder irgendwas draufsteht. Ich glaube, das ist so ein, noch so eine andere Spielboote, wo man auch da Stofftiere und sowas da immer gewinnen kann. Und da dieses Ding da mit den, wo immer das Geld da drin ist, wo man da Geld reinsteckt und ja, was ich selber noch nie gemacht habe. Ja, diese Glücksautomaten da, ich glaube, sowas kommt auch noch hier hin. So, gebratene Champignons und Blumenkohl war auch noch da ganz hinten. Da ist noch so ein Kinderflugzeug, kennt man ja auch von jeder Kirmes. Ja, die Leichtbühne, die wird noch aufgebaut, Plane ist schon dran. Ist zwar klein, aber fein, die Bühne. Naja, mal gucken, was da so für Live-Musik kommt. Mal gucken, vielleicht morgen mal hier hin oder Samstag mal sehen. Hier vorbeifahren werde ich aber auf jeden Fall mal. Naja, ich bin ja mal gespannt. Hier ist noch so ein Zelt, vielleicht wird da irgendwie, was weiß ich, Kinder schminken oder irgendwas gemacht. Gibt es ja auch schon mal so auf so Stadtfesten oder so. Ach stimmt, Zuckerwatte habe ich vergessen, gibt es auch noch. Da hinten. Und Mandeln. Beziehungsweise hier gibt es, glaube ich, Zuckerwatte und auch Mandeln. Auch ein Stand aus Dortmund, Rüdiger Hornig steht da dran. Ich glaube, der war auch schon auf der Dortmunder Osterkirmes. Ist, glaube ich, meistens auch so im Bereich Dortmund unterwegs. Ja, da wären wir mal wieder beim Breakdancer. Und wie man sieht, jetzt werden die Stücke der Rückwand, der Fassade teilweise eingehangen. Schriftzug hängt auch schon. Ach, die ganze Rückwand gefällt mir sowieso gut, so richtig schön im lila-blauton gehalten. Mir gefällt die Rückwand richtig gut, also wie die gestaltet ist. Naja, Stück für Stück kommt jetzt die Fassade dran. Ich denke mal, ja, in spätestens 10 Minuten werden sie wohl alles so reingehangen haben, denke ich mal. Und dann wird auch hinterher dann, wenn sie fertig sind, eine kleine Testfahrt gemacht werden. Ich bin ja auch mal gespannt, wie viel sie an der Deko dran machen, ob alle Scheinwerfer drankommen oder nicht, oder nur die Hälfte. Naja, alles bestimmt nicht. Ich bin mal gespannt. Und das nächste Stück kommt. Ach ja, gerade gab es ein bisschen Probleme. Ich glaube, einer von den Metallstangen da oder Pfosten, sagt man ja, glaube ich, eher dazu, war irgendwie nicht so ganz richtig gerade. Dementsprechend konnte ein Stück von der Rückwand nicht richtig da eingehangen werden. Mussten sie gerade noch mal ein bisschen nachjustieren, aber haben sie dann jetzt geschafft. Ja gut, ich denke mal, jetzt hier Stück für Stück draufhalten, wie die Stücke der Fassade draufkommen, brauche ich auch nicht. Dann wird es eben doch ein Dreiteiler wieder, dann werde ich gleich nochmal filmen, wenn er soweit fertig ist. Ja, dann melde ich mich gleich nochmal soweit hier, wenn alles soweit eingehangen ist, beziehungsweise wenn dann vielleicht auch die Testfahrt gemacht wird, da hoffe ich dann auch drauf. Ach man, ist richtig interessant hier zuzugucken.